Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und seit gestern Abend war es soweit. Man konnte Pokestops einreichen. In Deutschland, also Level 40 Spieler, haben nun die Möglichkeit, über die Einstellungen auf einem Button einen Pokestop einzureichen, beziehungsweise 7 Stück könnt ihr machen. Alle 14 Tage könnt ihr dann wieder neu 7 Stück machen. Und wir sind jetzt einmal auf dem Weg durch den Stadtpark, nennen wir es mal. Da habe ich nämlich schon immer eine Bank gesehen, die mir ins Auge gestochen ist. Und jetzt will ich mal schauen, ob das der erste Pokestop ist, den ich einreichen kann. Oder ob das da wieder in Konflikt steht mit den ganzen Zellen und dem ganzen Mist. Habe ich eh keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall noch viele Dinge. Die eine Bank, den einen Brunnen da, da hinten diese Steinkugel. Wir gucken mal, melden uns mal, wenn wir bei der Bank sind. Und schauen, ob wir die einreichen können. Hier hinter mir seht ihr also die Bank, ne? Guckt doch mal, wie historisch die ist. Da, historische Bank, richtig genial. Nein, das war natürlich nur Spaß. Aber mir ist aufgefallen, immer wenn irgendjemand irgendwas eingereicht hat bei Ingress oder so, sobald ihr einfach historisch davor schreibt, dann ist es richtig dope. Alles historisch, historischer Grashalm, historischer Kieselstein, alles historisch und dann hat es auch einen Sinn. Das war nur ein Spaß, das war nämlich eine normale Bank, aber die ist was ganz Besonderes. Das seht ihr aber gleich, wenn ich endlich da bin. Man, der Park ist nur so 3 Meter lang, aber ich brauche 2 Stunden, um von A nach B zu kommen. So, jetzt sind wir aber angekommen. Wie ihr hier natürlich seht, ich stehe jetzt also hier in einer grünen Fläche. Um mich herum ist da eine Arena, das ist die X-Ray Arena, nämlich die Brücke der Technik. Und hier oben haben wir nochmal im Prinzip ein Kriegerdenkmal. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Ich bin schon so oft dahinter gelaufen durch das hohe Gras, aber habe nichts gefunden. Hier haben wir hinter uns noch die Old Channel Bridge. Oh, die ist irgendwo da hinten so, wo man dann hier aus dem Park rausgeht. Und hier ist nichts. Jetzt ist hier ja eigentlich Platz drumherum. Wir wollen euch jetzt mal die Bank zeigen, um die es eigentlich geht. Das ist nämlich hier die vor mir. Da, Hiltrud und Horst Walter, Pfalzdorf, den 9.12.2009. So. Die steht hier einfach so da. Und das muss ja irgendeine Bedeutung haben, dass da Namen drauf sind, dass da ein Datum drauf sind, ist. Und ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Hab hier mal geschaut, habe einfach mal Hiltrud und Horst Walter eingegeben. Ein Stück gescrollt, denn das hier ist Erfurt, Bestattungen, das braucht man nicht. Und dann habt ihr hier schon ein Bild von den zwei besagten Personen auf dieser Bank. 3 neue Bänke für die Stadt Hildburghausen. Ja, wenn wir hier weiter zurückgehen, haben wir hier nämlich auch noch einen Artikel. 3 neue Bänke für die Stadt Hildburghausen. Und wer erinnert sich nicht an Horst Walter, der mit seinem Elektromobil bekannt war wie ein bunter Hund, sagte seine Ehefrau Hiltrud Walter. Und dann ging es so weiter, die haben nämlich die Bank bekommen. Hier unten steht das. Ihm zu Ehren steht nun eine Bank im Schlosspark unweit der Technikerbrücke mit dem Hinweisschild Hiltrud und Horst Walter, Pfalzdorf, 9.12.2009, dem Tag, als Familie Walter in die Kreisstadt Hildburghausen umzog. Herzlichen Dank, sagt der Bürgermeister. Das ist ein schönes Zeichen an die Stadt, in der man sich wohlfühlt. Ja. Das ist also nichts Trauriges, das ist eigentlich was Schönes und das hat einen historischen Hintergrund, sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt wollen wir mal gucken, wie mache ich das jetzt am besten. Wir geben das jetzt einfach mal hier ein. Also ihr wisst ja, ihr müsst dann auf die Einstellungen gehen. Scrollt runter, obwohl ich von manchen gehört habe, die sind Level 40 und bei denen ist der Punkt überhaupt nicht da. Also normalerweise müsste es bei jedem, der Level 40 ist, so anzeigen, dass ihr hier neuer Pokestop auswählen könnt. Bei manchen, die sind 40 und haben gesagt, dass da nichts ist. So, was ist dein Pokestop? Wir klicken uns hier natürlich mal durch. Wie schlage ich einen Pokestop vor? Ja, interessiert auch nicht. Wähle einen Standort, machen wir alles. Markiere den Standort. Jetzt könnt ihr das natürlich euch hier so auf der Karte angucken. Und wenn ihr euch das nicht auf der Karte angucken wollt, könnt ihr euch auch das Satellitenbild heranziehen. Ich muss mal die Kamera hier irgendwo kurz abstellen. Da können wir nämlich hier noch ranzoomen.
Da seht ihr noch einen Brunnen. Den kümmern wir uns nachher. Das ist eigentlich hier unten. Wir ziehen es mal hier hin, das müsste jetzt so ungefähr stimmen. Wie sieht das sonst aus? Ja. Da geht ein Weg nämlich da drinnen lang an dem Brunnen und der Brunnen ist ungefähr halt wirklich hier in der Mitte von diesem Rundkreis. Deswegen ziehen wir das ein Stück hier an den Rand, weil das ja hier an der Seite vom Weg ist. Fotografiere den Pokestop. Okay, weiter. Jetzt müssen wir also ein Bild machen vom Pokestop. Da gehen wir mal hier rüber und machen einfach eine Großaufnahme von dem Schild. Ich hoffe, das passt. Okay, weiter. Reiche ein zusätzliches Foto der Umgebung ein. Ja, gehen wir einfach ein Stück weiter zurück oder mal hier rüber, dass man sieht, dass das so auf einem Weg ist. Weiß nicht, wie das ist, wenn man das jetzt dreht, ob das so passt. Mit Mülleimer im Hintergrund. Okay, das nehmen wir jetzt auch noch dazu. Dieses Foto hilft bei der Prüfung der Umgebung. Okay, weiter. Beschreibe den Standort. Gib einen Titel für den Pokestop ein. Ja, wie nennt man das jetzt, ne? Gedenkbank? Parkbank? Ehrenbank? Ach, ich weiß es nicht. Historische Bank. Wir nennen es einfach historische Bank, weil jeder andere Stop ist auch einfach historisch und das hat ja irgendeine Bedeutung. Nennen wir es einfach historische Bank. Fertig. Gib eine Beschreibung ein. Parkbank im Hildburghäuser Hildburg, ach Junge, Häuser Stadtpark, Alter, Parkbank im Hildburghäuser Stadtpark zu Ehren von, wie hießen sie nochmal, jetzt muss ich nochmal gucken. Mann, ist das peinlich. Zu Ehren von Hildrud und Horst Walter. Na, Groß, Hildrud und Horst Walter. Bitteschön. Jo, da gehen wir mal auf weiter. Historische Bank. Dings, alles da. Bestätigen. Erkläre, warum dein Vorschlag wichtig ist. Beschreibe, warum dein Pokestop-Vorschlag wichtig ist und was Trainer dort sehen werden. Eine effektive Erklärung dieser Punkte hilft den Prüfern, deinen Vorschlag zu beurteilen und seinen Wert zu verstehen. Alter, was ist denn? Ist das wichtig? Ah, ich stelle jetzt eigentlich nochmal hier rüber. Das ist ja schon wieder viel ausgefuchster. Naja, die Parkbank, wir schreiben einfach dasselbe nochmal hin im Prinzip. Die Parkbank wurde zu Ehren von Horst. Wie ist der Horst? Jetzt muss ich schon wieder gucken. Ey. Ich bin noch zu Ehren von Hildrud. Errichtet. Diese haben einen besonderen Wert für die Stadt Hildburghausen. So.
ach was weiß ich, das muss jetzt reichen. Im Endeffekt schreibt man einfach dasselbe nochmal unten rein, was oben drin stand. Jetzt nehmen wir euch nochmal mit. Danke für deinen Vorschlag. Du wirst in Kürze eine E-Mail mit Details erhalten. Na toll, an dem Punkt ist schon wieder alles verkackt. Ich guck doch eh nie in meine E-Mails, raff ich doch eh nix. Aber okay, wir haben das jetzt hier eingereicht. Jetzt müsste ja eigentlich oben, wenn wir gucken. Genau, du hast 6 Vorschläge. 6 haben wir noch übrig. Und ja, vielleicht können wir ja hier die Kugel noch einreichen. Vielleicht können wir hier den Brunnen noch einreichen. Dann ist alles aufeinander geklatscht und dann drehen alle durch. Das wollen wir euch nämlich auch mal zeigen. Wir zeigen euch erstmal den Brunnen, wie das dann aussieht. Das werde ich aber nicht alles filmen, das knört nämlich zu lange rum. Ich werde das einfach versuchen und dann so ein bisschen zusammenschneiden. Hier habt ihr nämlich noch einen Brunnen. Da. Der steht auch hier mitten im Stadtpark. Der sieht eigentlich auch richtig nice aus. Und da hinten, was ich mich schon immer gewundert habe, was das sein soll. Gerade an Community Days sind wir früher nämlich immer hier durch den Park gelaufen, aber das sind halt so wenig Stops. Es sind viele Spawns immer gewesen, aber so wenig Stops. Die sind immer gleich die Bälle ausgegangen. Wäre also nicht schlecht, wenn hier noch ein paar Pokestops dazu wären, gerade im Park. Da muss man nicht immer durch die Stadt rennen. Und hier, was haben wir da? Zack, eine Kugel. Guck dich an, Mann. Das weiß ich auch nicht, das verstehe ich auch nicht. Die liegt einfach hier rum. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und vielleicht kann man da auch was draus machen. Wir können es auf jeden Fall mal probieren. Und ich werde jetzt die zwei Dinge noch beschriften, dann melde ich mich nochmal zurück und mal gucken, wie es dann weitergeht. So, auch wenn es jetzt vielleicht total sinnlos ist, aber Pokestop-Name, Steinkugel. Warum nicht? Eine felsige Kugel, deren Ursprung unbekannt ist, zu finden im Stadtpark Hildburghausen. Und ob das durchgeht, ja, das sehen wir dann das nächste Mal. Die habe ich jetzt ein Stück hier reingesetzt auf jeden Fall. Und jetzt kümmern wir uns noch um den Brunnen und gucken mal, was da passiert. So, und den Brunnen haben wir jetzt auch fertig, wie ihr seht. Einfach Brunnen im Stadtpark. Ein alter, historischer Brunnen, der mittlerweile trockengelegt wurde. Den haben wir auch hier, schön in der Mitte, wie ihr seht. Ah, da vorne, ja egal. Auf jeden Fall werden wir den jetzt noch einreichen und gucken, ob wir da eine E-Mail bekommen, bei dem anderen eine E-Mail bekommen, bei dem ersten eine E-Mail bekommen, ob wir überhaupt eine E-Mail bekommen. Und selbst wenn ich eine bekomme, kriege ich das wahrscheinlich eh nicht mit. Wir schauen aber mal, 3 Stück verbraucht, 4 hätte ich noch übrig. Vielleicht kann ich in der Stadt noch irgendwas machen, aber das wäre jetzt zu viel. Falls sich irgendwas tut oder irgendwas Eingereichtes durchgeht oder zu einem Stop wird, werde ich euch natürlich darüber informieren. Bin mal gespannt, was die anderen so eingereicht haben oder was die anderen einreichen werden und was in nächster Zeit sich hier noch tut. Das war es aber von meiner Seite aus. Habt ihr schon was eingereicht und was sind eure Vorschläge so gewesen? Und mal gucken, wer zuerst einen Stop erzeugen kann. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.